Ein interessanteres Spiel hätten wir uns heute gar nicht wünschen können. Das Spiel hier könnte ein echtes Highlight werden. Wir sind natürlich live für Sie dabei beim Spiel Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Das Team mit den meisten Toren gegen das Team mit der besten Abwehr. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. So geht Hansa Rostock in diese Partie. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und los geht's. Das Vorchecking der Heimmannschaft, Buschi. Richtig stark. Heute auch wieder? Naja, jetzt müssen wir mal abwarten. Ja? Vielleicht findet ja der Gegner auch genau das richtige Mittel gegen diese Taktik. Das ist natürlich eine enorm aufwendige, gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Da kommt die Ecke. Wird Ecke geben. Ecke kommt in den 16er. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Und da haben sie den Ball. Das letzte Heimspiel ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Heute soll mehr rausspringen als ein Remis. Ja, nach dem 1:1 werden sie heute vor allem offensiv natürlich mehr zeigen wollen. Und wir werden beobachten, ob es am Ende reicht. Sieht vielversprechend aus. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Verhöhnt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Da ist Platz auf dem Flügel. Chance zur Flanke jetzt. Klasse Chance jetzt. Und da treffen sie das erste Tor heute. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Den Ball spielt er raus. Nico Neidhardt. Reintaler. Ball ist wieder weg. Wir bedanken uns auch heute wieder bei allen Zuschauern. Danke, dass Sie den Live-Fußball unterstützen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Klasse Zuspiel. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Wahnsinn, er hält ihn. Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Verhöhnt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Und es gibt natürlich Einwurf. Verhöhnt. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Jetzt haben sie den Ball wieder. Sie bringen den hohen Ball. Vollmann. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Knappe Entscheidung, aber er steht dann doch den Hauch im Abseits. Vollmann. Gefährlich! Nein, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Litzka. Was für eine Chance! So wird das nix mit dem Tor, der Torhüter ist da. Das wird Ecke geben. Jetzt kommt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Max Reintaler. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Hosina. Klasse Einsatz, faires Tackling. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Könnte jetzt was werden. Litzka. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nach diesen ersten 45 Minuten noch keinen späteren Sieger ausmachen. Ja, da muss man generell vorsichtig sein, aber... Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Litzka. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt.
stark. Jetzt der Vorstoß. Geht nach innen. Gut und fair das Tackling. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Er ist frei. Nach wie vor lebt diese Chance. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Tim Knipping. Stark. Da wäre Platz auf außen. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Litka. Reintaler. Sie kommen über den Flügel. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Klasse gespielt. Das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Jetzt die Ecke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Stark. Jetzt könnte er flanken. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ja, der nächste tolle Pass. Auf außen ist Platz. Die Gelegenheit für die Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Nico Neidhardt. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Gleich wird hier ausgewechselt. Nico Neidhardt. Und abgefangen vom Verteidiger diese Hereingabe. Flanke jetzt. Da passt er auf. Ball geklärt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ballverlust. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Und jetzt wird es Einwurf geben.
Stark. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Abwehr ist zur Stelle. Steilpass wird abgefangen. Reintaler. Nico Neidhardt. Reintaler. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Da verlieren sie den Ball. Klasse dazwischen gegangen. Den Pass hat er förmlich geahnt. Und jetzt die Chance. Gegen so einen Gegner zu Null zu spielen, ist extrem stark. Und das klare Fundament für diesen verdienten Auswärtserfolg. Sie haben wieder einmal gezeigt, warum sie die beste Abwehr haben. Sie haben das defensiv klasse gelöst.